Also vorgefunden haben wir einen bellenden Hund in einem Ablaufrohr. Maßnahme, erstmal gucken, erhorten, wo das Welle herkommt. Ja, bis dann der Besitzer sich erkenntlich zeigt, hat mir gesagt, da sei ein Fuchs hinterher. Er sei da irgendwo im Rohr drin. Haben wir versucht, ein Rohr zu öffnen und haben dann ja, 3 Stunden lang Rohre rausgemacht, um den Fuchs und Hund rauszuholen. Und haben es auch geschafft. Jetzt ist der Hund den Fuchs wieder hinterher. Also beide Tiere wohlauf. Also ich bin jetzt 40 Jahre bei der Feuerwehr, aber so einen Einsatz auch noch nie gehabt. Die Schwierigkeit war, ich glaube, die Rohre rausholen aus der Erde mit dem kleinen Bagger. Ja. Und dass halt niemand verletzt wird. Wir sind jetzt hier zum Einsatz gerufen worden, um einen Hund in einer Wasserablaufröhre zu versuchen zu orten. Wir haben die technische Ortung dabei. Das heißt, das ist ein Gerät, das mit Sensoren arbeitet. Und über einen Kopfhörer, über Kabel kann man das eventuell eingrenzen, wo das Geräusch herkommen könnte. Aber das war jetzt in diesem Fall recht schwierig, weil die Röhre sehr gehallt hat oder das Geräusch nicht unbedingt richtig positioniert hat. Weil die Geräusche eben in der Betonröhre so hallet, schallet, weitergeleitet werden, dass man nicht genau sagen kann, da ist es oder da ist es. Wir haben viele Geräusche gehört, wir haben so eine Art Hechler gehört, wir haben einen Herzschlag gehört.